Guten Tag, Schone Autobrokers, Validation Drive Video 7, Turnpike für den 2019er Ford Mustang Bullitt Steve McQueen Edition mit 825 PS, tuned by Steeder in Florida. Natürlich in Dark Highland Green Metallic. The car is going, das Auto geht in die Schweiz zu einem unserer Privatkunden. Das Fahrzeug ist so gut wie fertig. Es fehlen noch die Fußmatten. Und Steeder macht diese Validation Drives, um sicherzustellen, dass das Tuning erfolgreich war und dass alles passt und funktioniert und natürlich auch sicher ist. Das ist wichtig, wahrscheinlich für jeden Käufer. Wie gesagt, das hier ist Nummer 31. Steeder ist ein sehr, sehr anerkannter Tuner für Ford-Produkte. Wir haben auch ein Race-Team. Und die werden bald den Mach 1 machen. Wunderschönes Auto in der Sonne Floridas. Wunderschöner Sound. Tolle Modifikation. Und wie gesagt, sehr ähnlich kann das angeboten werden für den 2021er Mach 1. Vergleichbare Leistungen. Der Mach 1 ist ja auch mehr auf Rennstrecke ausgelegt als der Bullitt. Und der Mach 1 wird ja auch optional eine 10-Gang-Automatik haben. Der Bullitt wurde ja nur mit Handschaltung geliefert. Ein sehr klassisches Design. Der Mach 1 wirkt da ein bisschen aggressiver. Zu dem Thema in den nächsten Monaten mehr von Schone Autobrokers, und hier werden wir dann im nächsten Video uns das Fahrzeug von innen anschauen und zurückfahren. Vielen Dank und auf Wiederhören.